Das waren die Soldaten. Wir haben es geschafft! Boing. Klar, oder? Ich meine, ich war's und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Frege und Essete. Wir beide werden das perfekte Filmduo. Wow, ich sehe ja bombastisch aus. Natürlich. Da bist du ja. Dima Ali Umar Al-Masri. Radius nicht gebrochen. Skaphoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Wenn's dir passt. Man wird sich ja wohl noch mal versprechen dürfen. Dima. Natürlich. Dima, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hallo. Ein Ladebildschirm. Mal wieder. Mission abgeschlossen. Willkommen daheim. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Ja, das machen wir auch direkt. Halt, nicht so weit. Wir müssen hier hin. Mission starten. Dann holen wir uns direkt mal das Upgrade bei Dima. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit. Ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Sieh. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dima. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Ich glaube, ich muss gerade mal was gucken, wenn ich das kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, das schliert so ein bisschen. Das schliert so ein bisschen nach. Grafik. Was könnte das denn sein? Anti-Aliasing. Anisotropes Level. Wasserdetail. Schattenqualität. Bewegungsunschärfe ist aus. Rand ausblenden. Weiß ich nicht. Vielleicht der oder der. Stell den mal auf dieses hier. STRG zurück. Technik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. Ist das jetzt besser oder hat sich überhaupt was geändert? Ich weiß es nicht so genau. Maus 2 einziehen. Yeah. Das kriegen wir hin. Gut. Und jetzt nochmal. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Jo, machen wir. Achso, den Gleiter haben wir noch nicht. Benutze den Haken beim Fallschirmsprung. Klinke dich ein und ziehe dich durch die Luft. So, da sind wir schon. Mal gucken, ob es jetzt noch nachfliert. Hier, warte! Was? Oh. So, Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los, fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Tsch,
Ach Quatsch, ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut. 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 Was hast du mit mir gemacht? Kann ich das hier auch machen? Ja. Es schliert immer noch nach. Tut mir leid, ich das jetzt hier, ne? Aber ist ja für euch dann auch schöner, wenn es ordentlich aussieht. Der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatschan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja, dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. So, das Schlieren oder dieses Nachschlieren ist jetzt wohl offenbar behoben. Ich gucke jetzt gerade trotzdem nochmal. Ich glaube, ich mache das hier einfach aus. Das hier wieder auf 16. So. Ja, so läuft es doch gut. So, das. Da dran. Umschalt halten und bam! Das war's. Ich gehe rein. Yeah, machen wir. Oh, ich hab grad aus Versehen die Mauer da hinten eingehakt, aber was soll's. Hier, bam. Das noch da dran. Und zack. Explosion. Jetzt machen wir das mal so. Und so. Und so. Und so. Mal gucken, was passiert. Okay, offenbar nicht ganz so viel. Doch, jetzt schon. Ha, schön. Riesen Feuerball. Geil. So. Wo sind wir denn noch stehen geblieben? Hier. Die Dinger da müssen wir noch zerstören. So, zack, zack. Zieh! Zieh! Zu schwach. So. So. Immer noch zu schwach. Wisst ihr was? Dann so. Und so. Na also. Eine von drei Ansiedlungen befreit. Die Ravello verliert die Kontrolle. Hilfe. Verliert die Kontrolle über diese Provinz. Befreie die übrigen Ansiedlungen, um die Provinz zu befreien. Okay. Haken funktioniert jetzt. Außerdem erbitte ich Unterstützung. Schicke dir neue Koordinaten. Alles klar. Wo müssen wir hin? Da hoch. Na dann mal auf sie. Halt, nicht ganz so weit. So, da sind wir ja schon. So eine schlampige Arbeit. Die Fireball ist durchlässig wie ein Sieb. Ist dieses Netzwerk von Affen entwickelt worden, oder was? Unpraktisch, na was soll's. Du hättest mich auch rufen können. Ein Angriff steht bevor. Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag. Für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel soll das werden? Fertig. Du hast jetzt ein Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Abhang. Wow, wow, wow. Flieg zur Brücke. Ich hoffe, es funktioniert. Für uns beide, Rico.
Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Ja. Dann schauen wir mal. Mit dem Wingsuit zur Brücke gelangen. Da hey, Dima! Schon. Dieser Wingsuit ist nicht übel. So. Schön, dass es dir gefällt. Schnell zur Brücke. Da sind wir. Vielleicht habe ich es nicht erwähnt. Habt ihr ein experimentelles Gerät GI-64 gegeben? Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Achtung. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Nicht erschrecken, das piepst jetzt. So, da eins. Und da eins. Bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Der ist dort oben. Die Ravellos-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. Oh, Hilfe. Egal, da sind wir. Der Konvoi kann kommen. Ach, hier, da unten fahren sie. So. Warten, bis der Konvoi auf der Brücke ist. Die Ravellos-Armee wird sich jetzt fragen, was passiert ist. Bumm. Geschafft! Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen, oder... Warte, mehrere Helikopter nähern sich. In der Nähe sind zwei Bodenluftraketenbatterien. Markiere Position, empfehle Umprogrammierung. Alles klar, dann wollen wir mal. Okay, das war ein Fail. Na komm schon. Rico, mach hinne. Greife jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. Oh oh. Oh oh. Ah, egal. Batterie das, ist unter Kontrolle. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich! Ja, doch. Ich bin doch schon unterwegs. Das war das. Ah, das sind Kollegen. Das war okay, Nummer 2. Das war's. So macht man sich Freunde. Dann jetzt gerade mal die Helikopter beobachten. Da sind sie. Und da waren sie. Das waren die Helikopter. Na komm, Rico. Mann. Idiot. So. Gute Arbeit, Dima. Finde ich auch. Danke, dass du mein Testsubjekt warst. Wir reden später. Gerne doch. Willkommen, Rico. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Grandmadre? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen, over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Oh, wir? Aua. Over. Mach dir keine Gedanken über Funkgerät. Hui. Oh, schade. Da sind wir ja schon. Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Grandmadre. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Grandmadre. Grandmadre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich hab auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario... Wirst du jetzt zum Philosophen, oder was? Nein, so ist das nicht. Ich, seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht, wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen.
Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Gran Madre! Wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Okay, ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Viselectra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in 3-4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los.